Und nun zu unserem nächsten Beitrag. Kevin war noch ein Säugling, als er geboren wurde. Heute, 21 Jahre später, ist er 21 Jahre alt und sitzt fast immer zu Hause. Schuld daran, die Spielesucht. Milliarden deutscher Jugendlicher verschwenden ihre Zeit mit hirnloser Bildschirmunterhaltung, anstatt sich auf dem Parkplatz hinterm Pennymarkt mal ordentlich zu prügeln oder Furzgeräusche auf ihr Handy zu laden. Ein bewegender Bericht von Michael Graf, Daniel Maciejewski, Toni Schweiger und Hendrik Weins. Dieses Münchner Rückbaugebiet war früher Kevins Heimat. Heute wohnt der 21-Jährige zwar immer noch hier, zu Hause fühlt er sich aber längst woanders, in virtuellen Welten. Was? Es stimmt doch überhaupt nicht. Doch, und jetzt geh weiter, ich werde nicht nach Stunden bezahlt. Wo war ich? Ach ja, Kevin denkt nur noch an Spiele. Kevin braucht Spiele, doch die sind sehr teuer. Weil ihm zum Spielekauf häufig das nötige Kleingeld fehlt, muss Kevin improvisieren. Wenn Kevin sich ein Spiel gekauft hat, hockt er sich vor die Konsole und kann sich Wochen oder sogar Minuten lang nicht mehr davon lösen. In Kombination mit dem 50 Jahre alten Familienfernseher hat dies schwere gesundheitliche Folgen. Außerdem führen Spiele unweigerlich zur sozialen Vereinsamung. Kannst du mal beschreiben, wie das so ist, wenn man spielt? Wie? Ja, ganz normal halt. Also ich kam früher immer nicht aus dem Bett oder so, aber da hat mir ein Kumpel den Tipp gegeben, öfter mal joggen zu gehen. Sport, frische Luft? Lol, Alter, ne, dafür gehe ich doch nicht aus dem Haus. Yes, wieder 5 Jahre mehr, jawoll. Meine Mama hat immer gesagt, wenn du so weitermachst, bist du nicht alt. Und was sagt dein Vater dazu? Ah, der nimmt das ganz locker. Na wirklich, aus meinem Kevin ist nichts geworden. Den ganzen Tag hockt er bloß daheim rum und zockt. Total verwahrlost, kein Fußball, kein Kneipen, kein Werde mehr die Jugend. Und wie sieht das ihre Frau? Die, keine Ahnung. Der hängt den ganzen Tag bloß auf der Erbe drum. Erschreckende Zustände. Was sagen eigentlich die Hersteller dazu? Herr Industrievertreter, machen Spiele abhängig? Nein, das ist Quatsch. Unsere Studien haben eindeutig ergeben, dass Spiele keinerlei soziale Missstände verursachen. Während die Industrie abwiegelt, wächst auch bei Kevins Arbeitskollegen der Unmut. Also mit dem Kevin, da war das anfangs ganz schlimm. Da hat er den ganzen Tag gespielt, ja, am Arbeitsplatz. Sie können sich denken, dieser Lärm, dieses ständige Jubeln und dieses Fluchen, ja, aber nicht mit mir. Ich bin damit ganz nach oben, ja, zum Dr. Müller. Und ich sag ihm, damit ist jetzt Schluss. Seitdem sind Spiele in Kevins ganzer Firma verboten. Das Unternehmen gestattet lediglich Spielerpausen in extra dafür eingerichteten Spielerzimmern. Nach Kevins Arbeitgeber hat nun auch der Gesetzgeber die Tragweite des Problems erkannt. Auch wir haben die Tragweite des Problems erkannt. Wenn man ihn lässt, verbringt jeder Arbeitnehmer pro Stunde fast 61 Minuten mit Spielen. Experten zufolge kann der deutschen Wirtschaft dadurch ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich entstehen. Eine der bereits ergriffenen Maßnahmen, um Aufklärungsarbeit zu leisten, ist die Kennzeichnungspflicht unterhaltungsbestimmter interaktiver Bildschirmmedien. Gänzlich verboten wurde die Anwendung unterhaltungsbestimmter interaktiver Bildschirmmedien an der Öffentlichkeit. Das heißt, durchgehend geöffneten, der Öffentlichkeit offenen Örtlichkeiten. Sie meinen Kneipen? Ja, ganz genau. Seit dieses neue Gesetz draußen ist, ne, kann ich keine ruhige Nacht mehr schlafen. Ständig tun da die Leute da draußen herumdengeln, ja, das ist nicht mehr auszuhalten, ist das. Wo soll ich denn da noch meinen Frieden finden, ja? Wenn das so weitergeht, da geht das Saat vor die Hunde, das können Sie mir aber gern mal glauben hier, ja? Und dies ist nur ein Fall von vielen. Einer, der eindeutig beweist, der Unmut in der Bevölkerung wächst. In der aktuellen Wahlkampfphase reagiert die Politik auf Landesebene konsequent. Also mir geht dieses Gesetz einfach noch nicht weit genug, denn ich und damit auch meine Partei sind der festen Überzeugung, dass die ergriffenen Maßnahmen ausreichend und im Einzelfall
wenn nicht sogar in ihrer Gesamtheit, diskussionswürdig oder absolut übertrieben. Ich persönlich habe schon immer gesagt, dass wir mit diesem Gesetz weit übers Ziel hinausschießen. Frau von den Leyen, wegen des Drucks aus der Bevölkerung rudert die Politik auf Landesebene zurück. Was sagt der Bund dazu? Jetzt hören Sie mal zu. Ich weiß, was gut für Menschen ist. Ich bin schließlich Mutter von 8 Kindern, 3 Hunden und 6 Katzen. Und Luri. Damit habe ich also Erfahrung. Und Luri. Und, ich bin deshalb auch... Luri. Elende Brut! Schatz, Mutti gibt ein Interview. Nicht wahr? Was ich sagen wollte. Die Gesetzgebung ist Sache des Bundes. Da können weder Landesregierungen noch Lurche was dran ändern. Die Politik fährt also einen knallharten Zickzackkurs. Führende Wissenschaftler unterstützen dies. Wie beurteilen Sie die wachsende Verbreitung von Konsolen? Schrecklich. Ganz schrecklich. Das hat seinerzeit, wie Sie wissen, schon mit den ersten Generationen angefangen. Die kommen ja aus Asien. Und die haben in Asien schon Millionen und Abermillionen versklavt. Und noch heute fürchten sich die Grenzvölker vor der Rückkehr der Mongolen. Konsolen. Vor denen auch. Für Politik interessiert sich Kevin nicht. Für ihn zählt nur die Familie. Komm! Nee! Das ist der Nutzer am besten! Nee, Papa, nicht! Doch! Ich will das nicht! Nein! Der sanfte Druck seines Vaters überzeugt Kevin schließlich, die Eigeninitiative zu ergreifen. My name's Herbert and I couldn't stop playing, so my father took me here. Tja, Problem gelöst. It's so easy. And since that time I'm dreaming of a console that's shimmering like alien skin. Ey, Alter, schwätz Deutsch, Mann. Was machst denn du mir jetzt so schwach von der Seite an, hey? Komm mal rausgehen aus. Warum raufgehen? Wenn wir das doch hier regeln können. Sie, Gamer! Hab gewonnen! Yes! Schokosumpf auf 150 Kopien! Ich rock so den Loser! Das ist... Ey, Alter, was machst du? Nächstes Mal mach ich dich platt, ey! Hey, in English, please. Next time I'm gonna make you flat. Excellent, Meister. Excellent. Die Selbsthilfegruppe war auch nicht gerade sehr erfolgreich. Was machst du denn jetzt, Kevin? Ja, keine Ahnung, ein bisschen Zeit mit meinem Vater verbringen und mal sehen, ob was draus wird. Und was hält deine Mutter davon? Die haben wir ja ganz vergessen! Mensch, Starseiter! Was ist das denn? Ich glaube, es hackt! Der Torben, ja? Der heult sich die Augen aus, weil irgend so ein Killerspieler unseren Lurch erschossen hat, Mensch! Und was macht ihr? Sitzt seelenruhig auf der Couch und schaut in die Glotze hier rein! Das ist doch wieder mal typisch. Unsere Frau Ministerin macht hochtrabende Gesetze zu Sachen, wo sie keine Ahnung davon hat. Und daheim geht die ganze Familie den Lurch runter. Mann, wenn man nicht losgefahren, ihr seid doch alle gleich. Oh mei, oh mei, oh mei, oh mei. Aha, habe ich mir auch gleich gedacht, ja. Wenn ich allein die ganze Abteilung schmeißen muss, macht mein lieber Kollege hier einen auf faulen Lenz, ja. Aber nicht mit mir, mein Freund. Ich gehe damit jetzt zum Dr. Müller, so. Sag mal, ihr Spasenmacken, geht das auch ein bisschen leiser, ja? Ja, zähl mir ja am Kopf nicht aus hier. Es muss ein bisschen ruhiger gehen. Thank you, GamePro, for playing me my Xbox. Und Sie schaffen jetzt die Kamera hier aus dem Haus, sonst werde ich mal richtig sauer, ja? Mit euch beiden habe ich ein Hühnchen zu rupfen. Ab in die Küche. Dies ist der Beweis. Spiele erzeugen Tumult, Streit, Missgunst. Sie entzweien Kinder von Vätern, Väter von Müttern und Mütter von anderen Politikern. Darum werden wir weiter dafür kämpfen, dass interaktive Bildschirmunterhaltungsmedien endgültig verboten werden. Denn das sind wir Kevin schuldig. Und Luchi. Was ist das denn? Ich glaube, es hackt. Der Torben, ja? Der holt sich die Augen irgendwie raus. Warum? Weil ein Killerspieler? Weil der nämlich seinen und unseren ganzen Lurchi erschossen hat. Noch heute fürchten die. Die Asiaten, die fürchten sich so. Mann, das war wieder so klar. Da habe ich den Text vergessen. Nein, das ist Quatsch. Unsere Studien haben eindeutig ergeben, dass Spiele kein soziales Dings weg. Hallo. Hi, I'm Herbert. Na, aus meinem Kevin ist nichts geworden. Den ganzen Tag hockt der bloß da rum. Kein Fußball,
Kneipen. Seit dieses neue Gesetz da draußen ist, ne, da habe ich keine ruhige Nacht mehr, kann nicht mehr schlafen, weil die ganzen jungen Leute da, die sind da.